Moin Leute, herzlich willkommen. Weiter geht's mit Marvel Avengers. Avengers. So heißt es, glaube ich. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ja, wir sind beim Level Sokovia. Nee, sind wir gar nicht. Wir sind noch in der... Wir sind in der Open World. Wir müssen jetzt erstmal uns zum nächsten Level vorarbeiten. Und das machen wir doch mal. So, da brauchen wir den Freak hier. Den schnellen Freak. Anstatt außenrum, ne? So, nachher lösen wir dann noch eine Quest oder kriegen einen goldenen Block, den wir uns aufsparen wollen. So, da haben wir Zivilisten. Die wollen gerettet werden. Keine Ahnung, wie wir da reinkommen sollen. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob das hilft. Ja, ganz genau, das war die Lösung. So. Und den jagen wir da jetzt durch, oder wie? Na, dann mal viel Spaß. Ich sehe doppelt. Dreifach. So, warum nicht? So, schnell die Stats einsammeln, bevor sie weg sind. Und damit haben wir die ersten. Ich werde dich nicht allein lassen. Oder zählen die alle auf einmal? Nee, das war nur eine Gruppe. So, dann mal ab zu der nächsten Gruppe Zivilisten. Die befindet sich hier. Was für Spinner. So, selbstverständlich haben wir niemanden, der fliegen kann. So, können wir noch nicht zusammenbauen. Erstmal brauchen wir noch mehr Teile. Jetzt können wir was bauen. Und damit können wir wieder hier den Knaben hochschießen. Eieieiei. So, haben wir den gleich mal hier vom Himmel geholt? Na, also. So, und das ist wohl ein Trampolin. Oh. Andersrum. Damit haben wir die nächsten. Und dann können wir zu den letzten laufen. So. Ja, die können doch da durch. Dann seid ihr auch selber schuld, mein Gott. Einer hält auf, der andere springt durch. Wo ist das Problem? Thank you.
Ach, scheiße. So, wir brauchen ihn hier. Gut, dass er schon mit nach oben gekommen ist. So, die wollen shoppen gehen, da links. So. Damit. Alle Zivilisten wurden erfolgreich zu den Rettungsbooten gebracht. Rückkehr zur Basis einleiten. Rettungsboot. Rückkehr zur Basis 34. Gut, und damit geht das nächste Level los. Auftritte liebt. Bringen wir diese Zivilisten in Sicherheit. Aber nicht den bösen Roboter vergessen. Ultron wird wegen des Helicarriers nicht einfach so aufgeben. Es ist Zeit, ihm das Handwerk zu legen. Sir, mehrere Objekte befinden sich im Anflug von Steuerbord. Zeigt, was wir haben. Und los. Das wird eine gute Story. Ja. Wenn du das überstehst. Mehrere Objekte. Das hört sich mal an wie so ein Schnitt. Luftunterstützung wäre toll. Der Luftraum muss frei sein, sonst kann das Boot nicht andocken. So, und ich mag diese Level nicht, weil man so sauschnell. Da ist nämlich ein Minikit, ne? Seht ihr da links? So sauschnell bekommt man nämlich Minikits, die man gar nicht haben möchte. So, was müssen wir hier überhaupt machen? Reparieren, anschieben? Anschieben, oh Gott, so viel. So, die nächsten beiden. So, und immer vorsichtig, damit wir nicht in ein Minikit reinfliegen. So, Nummer 2. Wahrscheinlichkeit ziviler Opfer liegt bei 64%. Konzentrieren Sie sich auf die Rettungsboote, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern. Was tue ich denn die ganze Zeit? Genau. Immer noch weiter. Nochmal welche. Ach so, es muss erst kaputt gehen. Na gut, dass wir gewartet haben. Brauchen wir nur eins suchen. So, was zeigt er da links an? So, da haben wir das. Ah, oh, wir haben zwei Minikits. Wo haben wir die jetzt her? Die ersten beiden Minikits. Ich habe nicht mal gesehen, wo wir die herbekommen haben. Naja, lässt sie nicht vermeiden. Die würde man dann wahrscheinlich so oder so auch kriegen, wenn man es nicht möchte. Also wenn man sich schon weigert, die zu haben, dann sollte man die auch kriegen können, wenn man sie haben möchte, ne? Ja, und außerdem haben wir 11 Level geschafft ohne Minikit. Also das ist gar nicht schlecht. Was redet der für ein Quatsch? Macht sich wirklich gut als Superbösewicht. Wir werden auf den richtigen Moment warten müssen und er. Du stirbst nicht. Ihr steigt nur auf.
um zu fallen. So, wie sollen wir den Typen besiegen? Da hinten kämpft Hulk draußen. So, wir müssen wahrscheinlich einfach nur weitermachen und überleben, und das kommt dann automatisch, wie wir hier jetzt sehen. Er kann doch hier bestimmt. Genau. Sehr gut. Ja, das ist natürlich ein schöner Trick. Und sollen wir den wirklich jetzt schmelzen? Das goldene Ding? Eigentlich könnte man den doch da so lassen, oder? Der kommt da doch nicht raus. So, jetzt ist er angreifbar. Und wie er das ist, na, bis jetzt zumindest. So, brauchen wir wieder einen Superhelden-Move hier. Flächenschaden kann ja auch nicht schaden. So, wie geht's weiter? Oh, wir sind schon tot. Das tut mir aber leid, da kann er uns nicht mehr treffen dann. Heuiui, das lohnt sich. So, wir machen nicht die Glocke, sondern die Wand. Weil die Glocke vielleicht ein Minikit wäre wieder. So. Was das wohl ist, ne? Eine Insel mit zwei Bergen wahrscheinlich. Okay. Spielen wir eine Runde? Nee. Schieben wir das zu ihm rüber? Eine Orgel? So, ein bisschen Saft drauf. Ah, das, vielleicht ist er kein Kunstliebhaber. Nee, scheinbar nicht. So, und jetzt können wir ihn bestimmt wieder dreimal hauen. Zweimal und einmal. Ach, ist immer noch stark. Oh, da ist ein Minikit. Aufpassen. Da wollen wir nicht hin. Oh, netter Move. So, Schluss damit. Wieso können wir ihn denn nicht angreifen?
Ach, hier ist der Hammer. Ah, ja. Ich bin Thor, Sohn von Odin. Solange Leben in meiner Brust ist, mir fällt kein guter Spruch mehr ein. Bist du bereit? Rhodey, bring den Rest der Leute an Bord des Trägers. Ist okay. Avengers, macht euch an die Arbeit. So, hier kommt ihr aber spät. Worum geht's? Um das da. Kriegt Ultron den Kern, verlieren wir. Mehr hast du nicht drauf! Das ist wohl ein Doch. Das habe ich noch drauf. Na, dann geht die Party wohl weiter. Schalten Sie so viele dieser Typen wie möglich aus. Es darf kein einziger entkommen. Der Kern? Ich schütze ihn. Das ist mein Job. So, ich hätte gerne einen Charakter, genau, wo es ein bisschen deutlicher ist. So, und jetzt müssen wir hier einfach Gegner umhauen, bis sie da den Kern da im Griff hat. Ja, auch nicht schlecht. Also diese Koop-Moves sind schon ziemlich cool. Okay. Jetzt müssen wir hier kurz, genau. Eine erst Pfeil und dann den schnellen. Ach so. Das hätte ich auch gemacht. Oh, Gott sei Dank knapp am Minikit vorbei gedonnert. Gut? Das ist ein Ende, Tony. Frieden für meine Zeit. Ich bin schon viel weiter. Ich bin frei. So, da hinten links sind irgendwelche grünen Sachen. Da kann man wohl buddeln. Wollen wir aber nicht. So, wir könnten hier mal wieder im großen Stil aufräumen. Wo ist denn hier jemand, den wir schleudern können? Aber auch nicht schlecht. So, zwei Drittel haben wir voll. Dann können wir nochmal mit ihr ein bisschen Alarm machen.
So, einmal aufladen und bam. So, wir brauchen erst Hammerchen. Hämmerchen, komm. Und dann Iron Man und... Ja. War jetzt nicht so spektakulär. Reinste Durcheinander, ne? Ich bin froh, wenn wir mit diesem Level durch sind. Meine Güte, nochmal. Und sie säuft, trinkt gerade einen Kaffee. Süß. Und verbrennt ihn. Ah, der steht ganz schön unter Strom, ne? Geht heiß her. Also rückblickend betrachtet. Hey, das ist doch nicht seins. Dann kommt er wieder. Lässt mal ihn wieder gehen. Bin frei von Feldern, das macht Spaß. Bin nicht gebunden. Frei von Fäden, ja, das wissen wir. Und er steht definitiv nicht auf Milchshakes. Aber er steht auf Schweinchen. Das hast du nicht kommen sehen. Boss, die Energie sinkt unter das Optimum. Alles umsteuern. Wir haben nur eine Chance. Thor, ich brauche dich in der Kirche. Oh, jetzt wird aber einer sauer. Bin frei von Fäden. Also, nimm niemals einen Hulk sein Eis weg. Ultrons Fall. 1 Million Starts. Naja, aber das ist ja wenig. Das machen wir bald mit einem einzigen Stat so viel, also das geht schon. Ja, Iron Man MK45 Vision War Machine, also die silbernen Iron Mans quasi, Ultimate
Ultron. Und kein Stan. Aber zwei Mini-Kids, die ersten Mini-Kids. Und leider. Eigentlich wollen wir die ja nicht, aber naja. Lässt sich nicht immer vermeiden, das war ja in diesem Fliegelevel. Das ist halt ja, schwierig da auszuweichen, wenn da mal welche kommen. Ich weiß gar nicht genau, was wir gemacht haben. Aufklärung gibt es dann natürlich im freien Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denkt noch ans Gewinnspiel, Leute. Lange ist nicht mehr Zeit. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.